So, und das sind wir auch schon wieder bei Let's Play Risen 2. In der letzten Folge haben wir Petty bei Stahlwert abgegeben, soweit ich mich erinnern kann. Und dann sind wir zu Boost gegangen und haben erfahren, dass es mit Rumbrennen ein Problem gibt. Ja, das soll es gewesen sein. So, dann waren wir vor der Taverne und haben abgespeichert. So, ja, dann würde ich mal sagen, Curtis, der weiß ja angeblich was, warum die Wasserträger nicht arbeiten. Ich habe mich mal umgehört. Es heißt, du bist bei der Inquisition rausgeflogen. Ja. Ja, und? Ich will nicht, dass sich hier fremde Gestalten einschleichen, die Ärger machen wollen. Ach, ich Ich bin nicht auf nicht. Ärger aus. Aber wenn mir einer dumm kommt, dann gibt's aufs Maul. Nichts gegen den kleinen Kampf. Wobei du nicht so aussiehst, als könntest du ordentlich austeilen. Das Dann nimmst du zeig wieder mir, wie ich's besser zurück. mache. Wegen mir? Aber stellt sich raus, dass du hier bist, um uns zu verarschen, hau ich dich so um, dass du nicht mehr aufstehst. Kapiert? Hi. Ja, und vor allem, ich freue mich wirklich über jedes Kommentar, was ihr schreibt. Also was auch zur Bewertung des LPs beiträgt, weil mir hilft es nicht, wenn ihr schreibt, du bist scheiße. Das, ja, ist schön für euch, aber mich würde wirklich interessieren, was ich besser machen könnte, was sehr schlecht an mir ist, was man noch leicht verbessern könnte. Ich, ja, oder ob es so gut ist, wie ich es mache halt, ob ich so weitermachen soll. Aber ja, ich freue mich über jedes Kommentar, was ich kriege, was zur Bewertung eines LPs beiträgt. Ob gut oder schlecht, ist mir jetzt völlig egal. Ich will einfach nur, dass es sich weiter verbessert. Und das geht nicht, wenn ich kein Feedback bekomme von euch. Jo, dann, ja, dann kämpfen wir mal. Wie sieht's mit einem Kampf aus? Kann nicht schaden. Du lernst am besten, wenn dein Blut spritzt. Ja, dann los, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Zeig, was du kannst. So, direkt mal draufhauen, damit er schon voll aufs Maul bekommt. Jetzt er dran. Mach schon. Na. Ah, du Wichser. Pam. Ja, genau. Oh, der war schlecht. Zeig, was du Was war kannst. das denn? Zeig's ihm. Zeig, was du kannst. Oh, war ja klar, wieder daneben. Los doch! Na, hör auf deine. Der mit seinen Finishing Moves. Zeig, was du kannst. Schon wieder. Ob der auch andere Attacken kann? Na, geht doch. So. Zeig, was du kannst. Na komm, versuch zum Hinhauen. Ah. Los doch! Dich bekommen wir schon noch dann. Vor allem, wenn du so weitermachst. Und er ist down. Hauptsache, es spritzt Blut, aber. Ah, es war knapp wieder mal. Hallo, Patty. Und Curtis, hast du genug? Gut gemacht. Jo. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Ja. Wegen mir nimm einen Rum. Obwohl ich ihn eigentlich nötiger habe. Naja. Was kannst du mir eigentlich beibringen? Was kannst du mir beibringen? Säbelrasseln allein reicht nicht, wenn dir einer an die Gurgel will. Du musst mit dem Ding kämpfen. Ein paar Tricks kann ich dir zeigen. Ja, und wir haben ja gehört, dass es kein Wasser gibt. Ich habe gehört, dass es kein Wasser gibt. Ja. Und eine zusätzliche Wache am Tor ist auch nicht verkehrt. Ich habe den Vögeln gesagt, einer soll zu Fans ans Tor gehen. Keine Fans Ahnung, am was Tor. daran so schwer zu kapieren ist. Geh zu ihnen und schick einen zur Wache ans Tor. Yeah. Wo sind die? Wo sind die Wasserträger? Ja, das frage ich mich auch. Sie sollten eigentlich beim See sein. Geh Richtung Tor und halt dich rechts. Da sollten Colby, Docks und Foster arbeiten. Klingt ja sehr nett, die Leute. Ja, des Weiteren. Hey, neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern.
Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Boose sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Wieso das denn? Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Und der hat einen wunderschönen Texturfehler. Da sieht man so richtig die Textur in seinem Gesicht. Ja, puh, ja, war Pech. Na? Schätze, das war Pech. Das kannst du laut sagen. Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze, ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Ja. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte, wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du noch mal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Puh, ja, ich spare das Gold lieber mal. Was ist das für ein Plan? Aber naja. Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, weil der so stilvoll aussieht. Ah ja, mir ist eingefallen, in der Taverne haben wir gar nicht alles gemacht. Nö, haben wir nicht. Das hat sich gelohnt. Ja, wenn ich jemanden nur stehlen will, gehe ich hin. Das hat sich gelohnt. Ja, reden wir einfach mit den Leuten hier im Gasthaus. Haben wir ja noch nicht gemacht. Hey, Süßer. Hallo. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Ach verdammt, Patty ist nicht da. Weil wenn ich jetzt sagen würde, wollen wir uns amüsieren? Aber jetzt erstmal Taschendiebe spielen. Nette Ausbeute. So, ja. Wir wollen uns amüsieren. Wollen wir uns amüsieren? Junge, was Frauen angeht, musst du noch einiges lernen. Und jetzt würde... Aber keine Sorge, ich kann es dir und beibringen. Und Patty hätte jetzt gesagt, ja, das stimmt. Ah, verdammt, ich habe sie nicht mehr dabei. Wieso bin ich direkt zu Stahlbaus gegangen? Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Pete? Wer ist Pete? Pete. Curtis hat ihn beauftragt, das Tor zu bewachen. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Ja, wie gesagt, die müssen... Das wäre alles. ...noch einige sparen, also... Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Noch gar nichts. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Und wer bist du, O'Brien? Ahoi! Ich bin O'Brien. O'Brien. Smoot hier auf der bärtigen Jungfrau. Der Name klingt total bescheuert. Ja, schon. Eine ganze Nacht haben wir den Namen für das Schiff gesucht. Und da seid ihr nicht auf Eleanor oder Esmeralda gekommen? Tja, bei der Taufe war der Captain schon ziemlich betrunken. Ich will bei euch anheuern. Ah, wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also, bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smoot hier umhaust, wird der Captain sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen.
aber nur im Saufen. Im Saufen? Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht? Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Dann sag sie doch. Erklär mir die Regeln. Wir saufen um die Wette. Jeder von uns trinkt 6 Flaschen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Hört sich einfach an. Ist es auch, solange du eine ruhige Hand hast. Greifst du daneben und eine Flasche fällt um, kriegst du eine neue. Ach ja, was ich vorher noch sagen wollte. Ab Part 6 oder 7, ich weiß es nicht genau, sollte meine Parts jetzt in Vollbild sein. Also vorher waren sie ja nur so in kleinem Bild in YouTube drin. Und das habe ich jetzt eben geändert, weil ich habe halt so ein extrem blödes Format. Und zwar 1680 zu 1050. Und ja, ist halt nicht das beste Format. Und reicht gerade nicht, um auf 1080p hochzuladen. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, mit welchem Format ich jetzt gerade hochlade auswendig. Egal, auf jeden Fall, ich lade jetzt in Vollbild hoch. Auf jeden Fall um einiges schöner als vorher. Was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Besorg dir eine Karte und eine Schaufel und such dir einen Schatz. Aber meinen kriegst du nicht. Hast du deinen Schatz auf der Insel vergraben? Ei! Aber einem Grünschnabel wie dir werde ich bestimmt nicht meine Karte überlassen. Ich speichere mal. Lass uns saufen. Gut. Wir können einfach so eine Runde saufen oder mit Einsatz. Ich würde sagen, fürs erste Mal einfach so. Saufen wir einfach so. Setzen wir uns. Gut. Ich bin nicht der Beste da drin, du sollst hier. Los geht's. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Go, go, go. Ja. Gut gemacht. Puh. Gerade noch, wirklich. Das war ja, puh. Na also, du hast verstanden, wie es läuft. Gut, dann speichern. Ums Geld. Lass uns saufen. Um Gold. Saufen wir um Gold? Nicht Geld, Gold. Nimm Platz! Mache ich. Los geht's. Was? Habt ihr gar nicht... Nein! Nein! Scheiße! Nein! Nein! Oh, verdammt. Ich bin so schlecht. Jetzt greift die doch. Nein! Willst du es nochmal versuchen? Arsch. Aber zum Glück gibt's F9. Ja, ja, ciao. Haha, was für ein Noob. Was für ein Noob. Der glaubt doch nicht wirklich, dass er uns unser Gold wegnehmen kann. Mann, Mann, Mann. Was hält er nur von sich? Hallo. Kennen wir uns? Lass uns saufen. Aber saufen wir mal um seine Karte. Saufen wir um deine Karte. Warum nicht? Aber nur unter 2 Bedingungen. Erstens, du bringst einen ordentlichen Schnaps. Wir saufen mit Schmerztöter. Okay. Zweitens, du bringst vorher auch einen Einsatz. Was stellst du dir vor? Tja, ich bin mir sicher, dir wird schon was einfallen. Genug davon. Ja, da. Als Einsatz für deine Karte gebe ich dir... ein Äffchen. Ein Äffchen. Dann besorg dir eins. Okay. Ich denk drüber nach. Ich hol mal kurz ein Äffchen. Achso, ja, das war gehen. Sprinten. Wollte. Oh, da war was. Markibiere.
zu denen gehen wir gleich alle. Aber jetzt will ich mir mal kurz ein Äffchen holen und testen, ob das geht. Suchst du eine Schaufel? Nö. Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Zeig mir mal einfach deine Ware. Mit dem zeig reden mir deine Ware. Noch. Verkaufen wir mal. Was haben wir denn da? Eine schwarze. Die darf ich ihm aber nicht geben. Die darf ich ihm nicht geben. Jadestein. Ach, ich lasse es einfach noch. Achso. Zeig mir deine. Ja, kaufen. Verdammt, er verkauft noch keine Äffchen. Nein. Naja, die zwei Sachen kann ich mir schon mal kaufen. Ah, ich dachte, der verkauft schon Äffchen. Sack. Woher kriegst du deine Ware? Die meisten Typen sind bereit, alles zu tauschen, nur um sich rumzukaufen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch Hemden und Hosen. Bist du schon lange hier? Das kann ich dir sagen. Ich habe mich hier niedergelassen, als der Handel mit dem Rum ins Rollen kam. Und was ist mit dir? Was hast du vor? Ich schließe mich Captain Stahlbart an. Ja. Dann brauchst du ein Äffchen. Es gibt nichts Besseres. Was soll ich damit? Reich werden. Du schickst ihn in die Häuser und er holt dir die guten Sachen. Außerdem, so ein Äffchen hat nicht jeder. Damit kannst du Eindruck machen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du mit dem Äffchen umgehen musst. Und ein paar andere Tricks habe ich auch noch auf Lager. Ja. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Da könnte ich Äffchen ziehen. Aber normalerweise verkauft er doch auch Äffchen. Das ist schlecht. Ach komm. Zeig mir. Er verkauft doch Äffchen. Dann räume ich ihn aus. Wenn er mir keine Äffchen verkauft, dann wird er ausgeräumt. Selber schuld. Ist da ein Äffchen drin? Äffchen? Äffchen. Käse. Was steht oben? Ich sehe es ganz genau. Denk nicht mal daran, hier was mitzunehmen. Nö, nö. Ich sag's einfach. Uch, ein bisschen zugewachsen. Gewachsen. Gewachsen. Ein bisschen laggy. Na? Raus hier! Mach, dass du wegkommst! Aber in der Position, in der sie jetzt sind, kann ich doch. Hier rein. Genau. Das ist die Kajüte von Boos. Jo. Na, ist ein Kerzenleuchter, den ich nicht aufnehmen kann auf einmal. Hier ist halt auch alles verschlossen. Aber hier schon genug Krimskrams, was man relativ gut verkaufen kann. Hier noch ein Amulett. Ein Kaffee. So, und sonst kann man hier eigentlich nichts stehlen. Soweit ich weiß. Also stehlen. Wer hier was klaut, bekommt Ärger. Oh, ich will immer sprinten auf Umschalt. Zu viel Skyrim wieder gespielt. Oder? Das war doch auf Skyrim. Schnappt euch den Mist. Ich werde gleich neu laden. Ja, so, jetzt werde ich die alle downhauen. Kommt her. Stell dich, du Hund. Ja, ich komme ja schon. Kommt, traut euch. Dich habe ich schon downcourt, Curtis. Du willst nochmal aufs Maul, also. Komm. Ich krieg dich noch. Seh nichts. Na, block den richtigen, du
Boah. So dumm. Bleib stehen, verdammt nochmal. Das hat Style. Ich krieg dich.